Ja, hallo zu einer weiteren Folge Sims 3. Der Chanchieri macht sich da jetzt gerade morgen, bevor er nachher nochmal ein bisschen liegen geht. Klingt nicht unbedingt logisch, ist aber so. Weil er hat Hunger. Und wenn ich ihn jetzt schlafen schicke, dann wacht er mit einem riesigen Loch im Magen auf. Und das ist gar nicht gut. Wir lassen ihn nachher einfach noch ein bisschen pausen. Er ist froh, dass er alles putzt. Wir haben ihm in der letzten Folge da noch einen Kübel gekauft. Nachdem er ja wieder mal bei der Erin übernachtet hat, ist sein Energiewert halt nach dem Schlafen noch nicht so gut. Weil das Spiel halt so eingestellt ist, dass wenn man bei jemand Fremdem schlaft, wenn die Person die Wohnung verlässt, dass man dann halt aufwacht und gehen muss in dem Sinn und nicht dort bleiben darf. Und Erin hat halt arbeiten müssen, während der Changieri heute seinen freien Tag hat. Und wir müssen uns immer noch überlegen, was wir mit dem freien Tag machen. Je nachdem besuchen wir vielleicht einmal ein anderes Grundstück, damit einmal ein bisschen etwas anderes passiert, je nachdem. Wir könnten eigentlich auch Staffelei kaufen zum Malen. Ja, aber jetzt muss ich aber auch essen. Und nicht einfach nur die Waffeln dort herstellen. Ich muss gerade überlegen, sollen wir Staffelei kaufen? Dass er malen kann. Radio verkaufen. Ja, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Radio wird verkauft. Und dann haben wir... ja, nicht draußen, das geht glaube ich unter Büro. Und dann haben wir da Hobbys und Fähigkeiten. Kaufen wir immer Staffelei. Und stellen die... Daher, wo das Radio eigentlich gestanden ist, weil da kommt er gut dazu. Und jetzt hat er eine Staffelei und dann würde ich sagen, lassen wir den Changieri nachher einmal ein bisschen malen. Nachdem er, ja. Nachdem er einen Ausflug gemacht hat in den Park. Oder so. Oder vielleicht telefonieren. Ja, er könnte mal eine Runde telefonieren. Also, wenn er gegessen hat, soll er natürlich noch aufräumen. Macht er das jetzt gerade von sich aus schon? Nein, er ist nicht mehr sehr selbstständig. Er könnte mal aufräumen. Und nachher einfach noch ein bisschen schlafen. Bis sein Energiewert wieder oben ist, auch wenn er dann den ganzen Tag verpennt. Aber vielleicht können wir dann am Abend ja Erin auf Besuch einladen. Bis dann ist sie sicher wieder daheim. Sie ist ja noch nie bei uns auf Besuch gewesen. Und dann ein bisschen mit ihrer Zeit verbringen. Aber jetzt soll er zuerst mal eine Runde sich aufs Ohr hauen. Und einfach mal von schönen Sachen träumen, vom Dirigieren, von Noten, vom Rennen und von Drachen und weiß ich nicht noch was alles und vom Trainieren und nochmal trainieren. Okay, ich glaube, er will trainieren. Er will sportlicher werden. Und jetzt schält sein Handy. Wir lassen aber sein Handy schälen. Das hat auch schon wieder aufgehört, weil wir natürlich das Speed recht schnell laufen lassen da. Und es ist schon mitten am Nachmittag und der Changieri liegt immer noch im Bett. Unglaublich sowas. Aber er hat sich natürlich verdient, um wieder mal so richtig schön durchzupfusen. Und dann hat er auch jetzt schon fertig gepfuset und wacht gut erholt auf. Wunderbar. Eigentlich könnten wir jetzt theoretisch da, wenn Erin auf Besuch kommt. Esszimmerstuhl Berg der Bequemlichkeit. So, haben wir einen zweiten von diesen Stühlen. Jetzt muss ich natürlich da noch schauen, wie der am richtigen Ort platzieren. Weil sonst würde er natürlich schon mal falsch stehen. Weiß nicht, passt das so? Also? Ist das so richtig? Ich denke schon, weil wenn, ja, wenn er da hinten steht, wäre er viel zu weit weg. Also das wird sicher passen. So, jetzt haben wir da noch einen zweiten Stuhl gekauft, wenn Erin allenfalls vorbeikommt. Und jetzt soll er doch da mal ein bisschen malen üben. Und zwar soll er sagen, klein. Ein neues Rezept lernen.
mit Erin abhängen. Ja, das werden wir ja dann nachher probieren. Dass der Erin vorbeikommt. Und er kleckst jetzt da das erste Mal auf seiner Staffelei umeinander. Mal schöne Bilder mit der Zeit dann. Da muss jetzt natürlich zuerst lernen. Mal, was haben wir da oben noch? Informationen. Ja, Changiri Valer übernachtet bei Erin Kennedy. Er wird nie vergessen, wie sie die ganze Nacht aufblieben und sich schlapp lachten. Ja, genau, das haben sie gemacht. Sie haben nichts anderes gemacht. Sie haben nur gelacht, ja. Genau. Ja, Lebensabschnitt ist klar. Ich sehe da eigentlich, ja, das geht noch lang, bis er da, bis das ändert. Das habe ich ja extra auf sehr, sehr lang eingestellt. Da ist immer noch romantisches Interesse drin. Obwohl er immer noch kein einziges Merkmal von ihr weiß. Mal ausblenden. Da oben im Ecke. Und ja, was malst du denn da? In guter. Das ist schon sehr, sehr schön. Weiß zwar nicht ganz genau, was es darstellen soll. Aber er malt doch schon. Naja. Das ist zum ersten Mal in seinem Leben, jetzt da mit so einer Staffelei schaffen kann, macht er doch das schon ganz ordentlich. Und jetzt werden wir mal schauen, ob man je nachdem da schon könnt. Ist das ihm anrufen? Ja, ich würde sagen, es ihm anrufen. Nach Hause einladen. Ja, jetzt. Ah, das werden Blumen. Ha! So, also kein Sohn, sondern Blumen. Der jetzt gerade Fake. Nein, das werden wir nicht erfahren. Das werden wir auch nicht erfahren. Das werden wir auch nicht erfahren. Und das werden wir auch nicht erfahren. Grundlage vom Malen begriffen. Jawohl, er möchte jetzt ein Künstler sein, aber. Ja, wir bleiben, glaube ich, bei der Musikerkarriere. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Und jetzt haben wir Abend am 7. Jetzt müsste eigentlich die Erin auch schon wieder daheim sein. Sprich, dann jetzt mal das Malen beenden. Und dann nehmen wir dort Erin. Und schauen wir mal, ob sie Zeit hat, zum Vorbeikommen. Die genau. Jawohl, sie kommt. Sie kommt uns das erste Mal besuchen. Ich hätte doch anfangen Zeit, wir sind die ganze Zeit. Na, Beribsi, sit down. Oh, Fwibdorb. Oh, schau, das hier, da ist ein Herzchen auf dem Kopf. Jetzt geht er sich noch schnell umziehen. Und wer ist jetzt das da? Claire Ursin. Ja, und jetzt setzt sich einfach mal das Kind am Boden. Und da der neue Besucher, der wird einfach gar nicht beachtet. Oh, was haben wir denn auch wieder? Rumschmusen? Ja, nehmen wir doch. Was haben wir da? Ein wunderbares Date, ja, ich weiß nicht genau, ob das jetzt das Date ist, was sie beide da machen, was sind wir, Film gucken, aber ja, wir haben kein Fernsehen. Alle reinbitten, freundlich, nach Tag fragen. Erin hält Changiri für unwiderstehlich, das ist doch super. Okay, das Kind schreit. Ich möchte doch, dass Claire Ursin bitten zu gehen. Genorb. Chibhib.
So. Und dann kann doch da der Giangieri einmal ein feines Abendessen servieren. Und zwar Sushi. Machen wir mal Sushi. Und was könnte sie jetzt machen? Komm, wir könnten mal schauen, können wir uns irgendwie einen Fernseher leisten? Wohnzimmer sehr wahrscheinlich. Audio wenn wir eigentlich nicht. Fernseher. Ja, wir können doch da schon mal einen einigermaßen anständigen Fernseher uns leisten. Und dann tun wir doch da gerade mal ein bisschen umräumen. So. So, machen wir das so da. Und dann... Ja, er hat halt schon eine relativ kleine Hütte da, muss man schon sagen, aber... Die Frage ist, braucht er den Tisch überhaupt? Ah, das Objekt wird gerade von ihr verwendet. Dann gehen wir wieder in den Live-Modus und sollte das mal verwenden. Die Frage ist überhaupt da. Weiter kochen. Jetzt verwendet sie es sicher nicht mehr. Doch, wird immer noch verwendet. Die Frage ist, braucht er den Tisch überhaupt? Stellen wir den mal da weg. Dann habe ich da das Sofa. Mal schnell nach draußen stellen. Damit sie das Objekt da mal näher anschauen kann. Herbeirufen. Daku! Niar! Dann kann er natürlich auch mal eine Portion essen. Und jetzt... sollten wir noch da das Sofa da... da ohne Problem hinstellen können und auch das da. So positionieren, wie ich es eigentlich vorgesehen habe. So mal. Irgendwann werden wir dann mal die Hütten ein bisschen ausbauen, aber momentan ist das doch gar nicht einmal schlecht, wie das da aussieht. Kann man glaube ich so durchaus lassen. Dürfen wir so Geld lassen? Ja, ja, das lassen wir jetzt einmal so. Für den Moment ist das in Ordnung. Und sie beide können jetzt da mal zusammen das Sushi essen. Techtelmechtel mit Erwin. Jojo, klappt sicher auch noch. Nurski, Nurski! Shushka Mom! Beruhigen, tratschen. Okay, was haben wir denn da? Das können wir mal wegmachen. Dann könnte er da mal aufräumen. Er räumt jetzt beide. Was macht er jetzt? Ah, er räumt tatsächlich beide Teller auf. Okay, sie trainiert. Was auch immer. Schaltet sie jetzt echt den Fernseher ein oder ist sie kein Fernsehmädel? Wartet sie jetzt einfach mal auf ihn, bis er da abgewäscht hat. Jetzt müssen wir mal seine Werte anschauen. Ja, er könnte wieder mal noch schnell aufs Klo. Dann die Hände waschen und dann wieder zurück zu der Erin. Es ist ja schon spät. Ich glaube, nachher könnte sie mal... romantisch, Wenn wir sie mal... küssen.
Und ich muss da ein bisschen auf die Uhrzeit schauen. Ja, ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle die Aufnahme und kommen dann zurück, wenn er sie küsst.